Bei einer Razzia mit knapp 100 Einsatzkräften hat die Polizei am frühen Morgen zwei Häuser im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt kontrolliert. Für 5 der 13 Wohnungen lagen Durchsuchungsbeschlüsse vor. Darüber hinaus überprüften die Beamten bei allen in den Häusern angetroffenen Personen die Personalien. Es ist so, dass wir für dieses Objekt, das besteht aus einem vorderen Hinterhaus, in der Vergangenheit schon sehr viele Ermittlungsersuchen von anderen Dienststellen in Deutschland bekommen haben. Wir haben auch eigene Ermittlungsergebnisse für Personen, die da drin wohnen, einfach in der letzten Zeit erarbeitet. Da geht es darum, dass Bedrohungslagen vorlagen, Sachbeschädigungen im Haus auch selber, dass die elektrische Energie entzogen wurde, man hat Strom überbrückt. Der Vermieter wurde hier bedroht, als er nach dem Rechten schauen wollte und Miete kassieren wollte. Es ist also ein ganzes Konglomerat von Vorwürfen, die auf dieses Haus hier einfach sich konzentrieren. Heute haben wir jetzt 33 Erwachsene, 7 Kinder und 4 Jugendliche angetroffen, wobei wir nicht wissen, ob die jugendlichen Kinder irgendwelchen Erwachsenen zugeordnet werden können. Das ist auch das Hauptproblem in diesem Haus. Es ist eine Vielzahl von Personen angemeldet, die teilweise sich schon gar nicht mehr hier aufhalten. Andererseits ist es so eine Art Durchgangslager für Bulgaren, die sich einfach hier umsonst kostenlos einmieten können, die dann vielleicht an den Verwalter hier irgendwas bezahlen müssen, aber das kommt alles nicht dem eigentlichen Eigentümer zugute. Wie sind die Zustände hier in den Räumen? Was haben Sie hier vorgefunden? Die sind absolut unhaltbar. Wir haben beispielsweise in einer kleinen Wohnung, die aus 2 kleinen Zimmern bestanden hat, haben wir 6 Erwachsene und 4 Kinder vorgefunden. Der komplette Wohnraum und auch der Hof ist vermüllt. Es stinkt wirklich heftig. Die baulichen Zustände sind haarsträubend. Es wurden beispielsweise Geländerteile aus Holz wahrscheinlich im Winter verbrannt. Die fehlen komplett. Es ist überhaupt keine bauliche Sicherheit mehr da. Es wurde mehr als unfachmännisch Strom überbrückt. Da geht natürlich eine ganz erhebliche Brandgefahr davon aus. Es ist so, dass wir einen Personenkreis hier drin haben. Das geht quer durch das Strafgesetzbuch. Das sind Sachbeschädigungen, das ist Bedrohung, das ist Entziehung elektrischer Energie. Auch Raubstraftaten stehen hier zur Disposition. Es sollen auch Drogen hier verkauft worden sein. Es ist so eine ganz bunte Palette, die sich da im Strafgesetzbuch wiederfindet. Wir werden alle jetzt überprüfen, weil wir auch gar nicht wissen, um welche Personen es sich handelt. Wir haben auch einen Dokumentenprüfer dabei, der überprüft, wenn irgendwelche Ausweise und Pässe vorliegen, ob die echt sind. Und dann werden wir das ganze Haus durchsuchen müssen. Es ist beispielsweise eine Wohnung komplett zugestellt mit allem Möglichen. Da kommt man praktisch kaum mehr rein, nur noch durch den Türspalt. Da werden wir auch schauen, ob wir da möglicherweise Diebesgut oder Raubgut finden.